Hallo ihr Lieben, hier ist die Martina von Deine Seele Wege ins Licht. Heute gehen wir mal über die karmischen Verstrickungen, die sich aktuell auflösen. Und da bekam ich folgende Botschaft als erstes. Also mein Flip ist immer noch da. Und was mir aufgefallen ist, dass dieser Grashüpfer dafür steht, dass man einen Sprung des Glaubens macht zu sich selbst, dadurch aber einen Sprung von jemand oder etwas weg. Das heißt, dir soll vergegenwärtigt werden, dass du aus einer Geschichte rausspringst, ja, aus alten Mustern, Glaubensmustern, von einer Person weg und so weiter. Und das erfordert natürlich Mut. Wann braucht man denn Mut, wenn man sich etwas nicht traut? Wann traut man sich denn etwas nicht, wenn man etwas noch nicht aufgegeben hat oder wenn man glaubt, man ist abhängig von jemandem, entweder von der Meinung oder von der Gunst oder was auch immer, oder man hat sehr viel investiert in eine Geschichte, in eine Beziehung, in irgendwas und möchte natürlich ein Ergebnis dafür haben. Da springt man ja nicht gerne weg. Ja? Das ist ja dann so, dass man eher sagt, ah nee, ich probiere es noch ein Stück und noch ein Stück, aber man investiert immer weiter. Also investieren, damit meine ich nicht zwangsläufig Geld, der Vogel ist süß, ne? Sondern Energie, ja? Aufmerksamkeit, Zeit, Energie, Gedanken, Gefühle, das alles fließt zu dieser Person. Und umso mehr dort reinfließt, umso wichtiger wird diese Person, umso weniger hast du den Mut, wegzugehen, weil natürlich möchtest du etwas zurück und das ist ganz normal, ein Geben und Nehmen. Wir sind Menschen, nicht vergessen, wir leben auf der Erde, wir sind auf der Dualität, hier herrscht Licht und Schatten, Geben und Nehmen, das muss im Flow sein, damit das Leben fließen kann, ja, damit das Leben sinnerfüllt ist auf der Erde, ja. Also wenn alles stagniert und alles bleibt wie in einem Standbild und nichts bewegt sich, kehrt automatisch Sinnlosigkeit ein, Unerfülltsein, Leblosigkeit. Und Leben bedeutet Bewegung, im Flow sein. Ja? Und deshalb kriege ich hier heute für dich die Botschaft rein, werde dir klar, über deine Größe und werde dir klar darüber, und ich muss es jetzt leider so sagen, mit welchen Geisteskindern du es zu tun hattest. Ja? Wir haben hier die türkisfarbene Lotusmutter. Und ich lese euch erstmal was vor. Man sieht es halt schlecht, ja? Aber das ist nicht schlimm. Ich hatte dazu einen Shorts gemacht. Ich lese euch mal den ganzen Text soweit vor, also die wichtigsten Stellen. Die türkisfarbene Lotusmutter bringt dir jetzt wertvolle Heilung. Erlaube dir, aus deinem Kampf herausgehoben zu werden, geliebte Seele. Ein altes Muster liegt endlich im Sterben. Etwas, das dich in der Vergangenheit schwer belastet hat. Dies kann eine der schwierigsten Zeiten sein, etwas gehen zu lassen, gerade wenn es deine Zeit, deinen Fokus und deine Aufmerksamkeit so sehr zu beanspruchen scheint. Doch zweifle nicht daran, dass du tatsächlich die Lektionen gelernt hast, die es von dir verlangt hat. Nun wirst du mit Gelegenheiten gesegnet, karmische Heilung zu erhalten. Es gibt einige Lektionen in unserem spirituellen Wachstumsprozess, die bis zum Kern unseres Wesens vordringen, die uns so tief herausfordern, dass wir selbst dann, wenn wir die Lektionen lernen und die Weisheit praktizieren, immer noch Mühe haben, aus dem Griff des Musters herauszuwachsen. Egal wie sehr wir uns bemühen, wir haben vielleicht nicht das Gefühl, dass wir jemals in der Lage sein werden, die Herausforderungen vollständig loszulassen. Und egal wie sehr wir wachsen, es gibt immer noch einen Faden der Vergangenheit, der daran hängt.
Wir brauchen ein geistiges Heilmittel, wenn wir uns überhaupt aus den Fängen dieses anhaltenden Schmerzes befreien wollen. Die mitfühlende und spirituell kraftvolle Natur von Maguan Jin als türkisfarbene Lotusmutter möchte dich mit karmischer Heilung segnen, damit du von deinen Kämpfen befreit wirst und sie jetzt einfach hinter dir lassen kannst. Deine Seele hat aus der Situation gelernt, was sie brauchte. Sie hat um eine göttliche Unterstützung gebeten, damit sie ihren göttlichen Weg des Wachstums fortsetzen kann, ohne dass unnötiges karmisches Gewicht sie herunterzieht. Höre jetzt auf deine Führung. Nimm wahr, ob du dich inspiriert fühlst, ein Heiler aufzusuchen. Wiederholt bestimmte Heilmusik zu hören, einen Kurs zu besuchen oder zu Hause öfters zu einer bestimmten Zeit zu meditieren. Dies sind Versuche der göttlichen Mutter, dich über die verfügbaren Kanäle zu erreichen. Die göttlichen Segnungen der karmischen Heilung können von der geistigen Welt direkt zu deiner Seele fließen, aber oft sind sie effektiver, wenn sie durch einen menschlichen Kanal mit hoher Schwingung direkt in dein Energiefeld auf der physischen Ebene gelangen. Sei so offen wie möglich für die Führung, damit das göttliche Karma dein Energiefeld reinigt und schützt und ihr Lotusherz zu deinem eigenen Herzen durchscheint und dir Frieden bringt. Die göttliche Mutter möchte dich einfach zu größerer spiritueller Freiheit erziehen. Dieses Orakel zeigt dir an, dass du, wenn du mit Kristallen, insbesondere mit Türkisen, gearbeitet hast, dies weiterhin tun solltest. Es stärkt und hilft dir bei deiner Heilung, ob du dir dessen nun völlig bewusst bist oder nicht. Tatsächlich muss ich mal so etwas einwerfen. Und zwar, ich war neulich mit meiner Freundin in Frankfurt und dort gibt es ein Geschäft mit ganz vielen Heilsteinen, Edelsteinen und so weiter. Und der Verkäufer war gerade nicht da und wurde vertreten von seiner Frau, die kaum Deutsch konnte und mir überhaupt nichts über die Kristalle erklären konnte. Und ich stand vor einem Kristall, der sah aus, als wenn man in den Himmel guckt und eine Friedenstaube ist mittendrin und umrankt von Wald, von Bäumen, von Nadelbäumen, also Tannenbäume. Und dieser Kristall hat mich so sehr angezogen, obwohl ich nichts über ihn wusste, dass ich wusste, das ist der Zugang zum über ein Portal, also als wäre dieser Kristall wie ein Portal, wenn man sich mit diesem Kristall extrem verbindet oder beschäftigt. Was heißt extrem? Alleine, dass man sich mit diesem Kristall beschäftigt und tatsächlich ist Türkis und Himmelblau und Weiß und schwarze Einschlüsse sind erhalten in diesem großen Kristall, dass man das Gefühl hat, über diesen Kristall tatsächlich wieder zu Hause zu sein, also nach Hause zu schauen, wie durch ein Fenster. Und diese Verbindung jedes Mal dann aufzusuchen, wenn man Fragen hat. Also man kann tatsächlich mit Kristallen arbeiten, aber du kannst auch über andere Dinge arbeiten, ja? Öffne dich dafür, weil es geht darum, dass du deine karmischen Lektionen jetzt lernst und dass du Dinge begreifst. Zum Beispiel, wenn du es mit einem Mann zu tun hattest, den du angehimmelt hast, dem du ganz viel zugetraut hast, ja, dass er diese
Informationen, die du vielleicht empfängst, ebenfalls empfängt und dann ernüchtert wurdest und festgestellt hast, dass dieser Mensch eigentlich sehr einfach gestrickt ist, ja, einfach im Sinne von 0815, obwohl er dir sehr intelligent erscheint. Es gibt aber Unterschiede, ob jemand intelligent ist, ein IQ hat oder herzintelligent, also auch Einfühlungsvermögen, Empathie besitzt, ja, weil wenn ein Mensch tatsächlich Empathie besitzt, dann kann er sich in dich reinversetzen. Dann wird er dir nicht etwas unterstellen, ohne nachzufragen und dir auch nichts aufdiktieren oder aufdrücken oder seine Vorgangsweise so langsam dich dort reinbringen. Also jetzt ein ganz simples Beispiel. Viele Frauen, wenn sie verliebt sind, wollen Nähe haben. Männer wollen die auch, aber die holen sich die Nähe über die Sexualität. Ganz oft, ja. Und wenn ein Mann dann zu dir sagt, von wegen, ah, ich kann mein Herz nicht öffnen, ich bin emotional zu, dann was löst es denn in einer Frau aus? Eine Frau ist weich und ein Mann ist eigentlich von der Struktur, ich sag mal, fest, ja. Und die Frau, die dehnt sich ja aufgrund alleine schon von Schwangerschaften aus, ja. Also eine Frau ist ganz normal, dass die weich ist. Ich auch, ja. Und sie ist die Hingabe, ja. Und der Mann ist der Sendende. Und wenn ein Mann aber aussendet, dass sein Herz zu ist und die Frau ist in ihrer Weichheit und in ihrem Empfangen, dann möchte sie plötzlich die Situation drehen und sein Herz öffnen, damit er die Weichheit von ihr empfangen kann. Was macht sie dann? Sie wird plötzlich zum Mann und wird aktiv und versucht, sein Herz milde zu stimmen oder sein Herz aufzuweichen. Ja? Sie wird also offensiv, geht auf ihn zu, versucht ihn zu zeigen, wie liebevoll sie ist, wie hingebungsvoll sie ist. Was macht sie dann? Sie gibt sich ihm hin. Wohl wissentlich, dass dieser Mann zu ist und dass er eigentlich nur Sex will, ja, das Ganze aber wunderschön verpackt und zwar so, dass die Frau es frisst und dann sagt, oh, der arme Kerl, der kann nichts dafür und ich zeige ihm, wie die Liebe ist, ja, und sie lässt sich dadurch ausbeuten, ja, also fühl dich wieder, was willst du, komm zu dir zurück, ja, das ist ein Trick, was viele Männer anwenden, um an die Frau ranzukommen, um die Sexualität mit ihr zu leben, weil dann müssen die sich nicht öffnen. Das heißt, sobald dein Schoß offen ist, für den Spaß des Mannes, ja, und ihr tauscht euch aus, was ja gang und gäbe ist, ja, es ist ja nicht mehr so wie früher, dass man sich erstmal in Ruhe kennenlernt, nein, man verliebt sich viel zu schnell, steigt viel zu schnell in die Kiste und stellt dann fest, scheiße, unser Leben passt nicht zusammen und seine Einstellung passt nicht zu meiner und die Frau fängt an, sich auf einmal zu verbiegen, ja, fängt an, sich anzupassen, verliert sich darin, fühlt sich nicht erfüllt, versteht nicht warum, wartet sinnlos auf den Mann, dass der sich öffnet und was macht der? Der zieht weiter und steckt sein Ding irgendwo anders rein, wo es ihm auch wieder leicht gemacht wird. Es geht nicht darum, dass du es ihm schwer machst. Es geht darum, dass du dich selber spürst. Und dass, wenn du merkst, dass dir etwas nicht gut tut oder dass irgendwas sich komisch anfühlt, dann hör doch bitte auf dein Herz. Ja? Das spricht immer die Wahrheit. Vertrau dir selbst mehr. Und jetzt nochmal zurück zur Heuschrecke. Die zeigt sich tatsächlich immer dann, wenn du einen Sprung des Mutes wagen sollst. Wann braucht man denn Mut, wenn man Angst hat, ja? Wenn man Angst hat, aus einer Situation rauszugehen, weil man so viel investiert hat, wenn man Angst hat, jemanden zu verlieren, ja? Dann braucht man Mut, um sich zu distanzieren. Aber die Heuschrecke, die zeigt dir damit, weißt du, du kannst einfach präsent sein, du musst nicht wegrennen, du musst nicht abhauen, du darfst standhaft bleiben, aber einen Mutsprung zu dir selbst machen und zu dir stehen
und für dich einstehen, das ist ganz wichtig, dass du sagst, ja, ich habe auch männliche Anteile in mir, aber die dienen nicht dafür, den Mann hinterher zu jagen, die dienen auch nicht dafür, den Mann aktiv davon zu überzeugen, was für eine wundervolle Frau ich bin. Vergiss es, ja, die dienen dafür, deine Grenzen aufzuweisen, ja, und das ist auch wieder weiblich, aber auch eine männliche, starke Komponente. Und der Grashüpfer, der dient dazu, dass du diesen Mutsprung machst, ja, den Mutsprung zu dir selbst, dich traust, dir selbst zu glauben, dir selbst zu vertrauen. Dafür ist der Grashüpfer da. Und er sagt dir auch, du darfst glauben. Das Universum schickt dir nichts, was du nicht schaffen kannst. Und du bist nicht alleine damit, ja? Also du hast Unterstützung, deine karmischen Verstrickungen zu lösen. Und auch wenn du kurzweilig mal in alte Muster zurückfällst, du hast die Lektionen gelernt und auch wenn es sich schwer anfühlt, ja, du wirst trotzdem deinen Weg gehen. Das nächste, was hier reinkommt, war die Engelpost tatsächlich und dann habe ich gesehen, also ich hatte Engelpost zusammengebastelt und in dieser auf die Engelpost habe ich jeweils etwas aufgeklebt. Und zwar aus dem Deck die Bilder von Quan Yin, von dem Orakel. An eine liebe Seele wie dich. Ich halte euch das gerade mal so in die Kamera. Wartet mal, wir gehen jetzt mal so rum, dass ihr das überhaupt sehen könnt, wie das aussieht. So, ja. Das ist die Vorderseite. Auf der Rückseite haben wir ein Bild von Jesus Christus. Und ich lese euch gleich die Engelpost vor, aber erstmal zu dem Bild hier. Und dieses Bild von Quan Yin bedeutet Tai Chi Aufstieg. Also Tai Chi Rising. Und ich lese euch jetzt mal was dazu vor. Ah ne, ich zeige euch mal das Original. So sieht das Original aus. Und ich lese euch jetzt davon was vor. Wir gucken wieder in den Himmel, während ich euch vorlese. Tai Chi Rising, Tai Chi Aufstieg. Dein Energiefeld wird stärker. Mehr spirituelle Elektrizität pulsiert durch dein Wesen. Nimm dir Zeit, dein Nervensystem zu nähren, während es sich anpasst. Sei sanft zu dir selbst, während du dich an die zunehmende spirituelle Kraft anpasst, die deinen Worten, Handlungen und Taten mehr Wirkung verleihen. Ein großes Energiefeld zu haben, bedeutet nicht notwendigerweise, dass man ein höheres Bewusstsein hat. Aber wenn man ein exzellentes Bewusstsein und ein schönes Licht hat, kann es durch ein größeres Energiefeld heller leuchten. Was auch immer ihr in euch habt, ein größeres Energiefeld wird es mit größerem Elan offenbaren. Du trägst ein besonderes Licht in dir. Und die Eleganz, der Aufbau und die Vereinigung dieses Lichts möchten sich stärker in der physischen Welt ausdrücken, damit auch andere Heilung erfahren und ihr Licht verfeinern können. Du kannst dazu beitragen, andere über die Kraft der Sanftmut zu unterrichten, darüber, dass Gewalt nicht erforderlich ist und dass Güte der heilste und mächtigste Balsam von allen sein kann. Damit dies jetzt verstärkt geschehen kann, wächst dein Energiefeld. Es ist, als hättest du ein größeres Lichtkegel, durch den du dein Licht leuchten lassen kannst, damit es sichtbarer wird. Wenn dein Energiefeld wächst, haben deine Worte und Gedanken mehr Kraft.
wie wenn du dich daran gewöhnst, ein Auto mit einem stärkeren Motor zu fahren. Nimm dir Zeit und sei vorsichtig, während du dir die Auswirkungen bewusst wirst, die dein Herz und dein Vertrauen darauf, dass du deinen Willen und deine Kraft in der Welt ausüben wirst, indem du dich deinem Herzen hingibst, wo deine eigene Quan Yin Natur dich zum Mitgefühl und rechtem Handeln führen wird. Lass dein Energiefeld weiter wachsen durch Meditation, Energiearbeit, Heilung und was auch immer sich für dich intuitiv richtig anfühlt. Dieses Orakel ist eine Bestätigung dafür, dass das Wachstum stattfindet und für dich jetzt geschehen muss, damit du in der Lage bist, eine Lebensaufgabe am effektivsten zu erfüllen. Ich lasse es einfach mal so stehen und werde jetzt erstmal die Engelpost öffnen. Ich verklebe die eigentlich extra so, weil sie dadurch versiegelt ist. Das heißt, ich kann da nicht nochmal reinschnuppern oder sonstiges. Oh, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich das jetzt aufmache. Moment mal. Das ist so zauberhaft. Wir gehen jetzt nochmal runter, ja? So, seht ihr das? Ich ziehe das mal raus. Ich muss alles über die Kamera machen. Wow. Ist das wunderschön. Also ich bin selber immer erstaunt, aber ich muss jetzt aufpassen, da rieselt gleich was raus, ich wusste es, ja, die ganzen Herzen fallen da raus. Ihr Lieben, ich werde auch bald mal eine Verlosung machen, ja, dass auch ihr etwas von der Engelpost habt. Wir haben hier eine Musikbotschaft, einen Tee, basische Kräuter, einen Schlüssel, oh, ihr seht es ja gar nicht richtig, da fällt ein Schlüssel raus, die ganzen Herzen, ein Herz, verdeckt hier noch was? Ich lese es trotzdem vor. Lichtarbeiter, habe Vertrauen, Moment, das ist echt süß, ne? So, ich möchte, dass ihr das lesen könnt. So, jetzt geht's. Ich halte euch das jetzt erstmal einfach so in die Kamera. Und lese euch das jetzt vor. Also, Lichtarbeiter, habe Vertrauen in dich selbst und deine Mission. Lasse alle Selbstzweifel und Ängste los und folge zuversichtlich deiner göttlichen Führung. Also wirklich, ich bin gerade so weggeflasht, es ist so wunderschön. Ja, die Christusenergie, liebevoll und sanftmütig. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, da wo mein Daumen ist. Quan Yin. Es gibt übrigens auch ein Seelenspray. Und also es gibt ein Seelenspray, wer da Interesse hat, kann ja mal über Facebook Jennifer Weidmann eingeben, Urvertrauen. Die hat ganz viele Seelensprays, wer damit gerne arbeiten möchte, weil er mit Düften zum Beispiel ganz gut sich in diese Meditation begeben kann. Oder damit auch arbeitet, das kann ich euch wirklich empfehlen. Also die Jennifer Weidmann ist wirklich eine wundervolle Persönlichkeit. Wer sich für das Kartendeck interessiert von Quan Yin, Orakel, das ist von Alana Fairchild, Pocket Edition. Allerdings sind die Karten auf der Rückseite, ich muss gerade mal so zeigen,
das Deck, was ich hier habe, ich halte euch das jetzt einfach mal in die Kamera, dann brauchst du nachher nicht alles in die Infobox. So schaut es aus, das Kartendeck. Und die Rückseite ist aber auf Englisch. Und wie ich euch das in Deutsch vorlesen konnte, das lag daran, dass die Ivana mir vor, ich weiß nicht, 1-2 Jahren die Übersetzung gemacht hat, damit ich überhaupt die Karten wirklich nutzen kann, weil mein Englisch ist grottig, ja. Ich halte es gerade mal so in die Kamera. Sie hat mir hier so ein wunderschönes Album zurechtgestellt. Und das ist unglaublich viel Text. Also ihr seht selbst, das, was auf der Rückseite drauf ist, das ist eine Zusammenfassung. Und hier unglaublich, für jede Karte unglaublich viel Text, ja. Und dann sind wir wieder bei den unsterblichen Schätzen. Jetzt schau dir das mal an. Das hatten wir am Anfang, als die Heuschrecke über das Deck gelaufen ist, von Quan Yin. Und damit schließt sich der Kreis. Das heißt, es geht darum, dass du die Heilerin bist, ja, dass du deine Heilkraft in die Welt gibst. Aber als Heilerin selber brauchst du Selbstfürsorge. Das heißt, es ist wichtig, dass du dich an erster Stelle stellst, immer, ja, weil wenn es dich nicht gibt, deine Gesundheit, deine mentale, körperliche und seelische Gesundheit, wenn die nicht vorhanden ist, kannst du nicht wirken. Du bist immer die Nummer eins in deinem Leben. Entschuldigung, beinahe hätte ich die Kamera komplett umgeschmissen. Wir gehen jetzt eh wieder in den Himmel, zum Himmel. Hoffentlich steht sie jetzt gut. Ja, und ein Herz liegt mir zu Füßen. Ja, wie gesagt, also es geht tatsächlich darum, dass du Selbstfürsorge betreibst, dass du nach dir schaust, Pausen machst, ja, dich nicht ablenken oder beeindrucken lässt von irgendwelchen Worten, von irgendwelchen Menschen, die vielleicht mit Worten überzeugen, vielleicht von einem Ex-Partner, ja, wo du gedacht hast, mein Gott, ist der groß, aber eigentlich hast du nur deine eigene Größe gespürt. Wurdest vielleicht ausgenutzt, ja, hinters Licht geführt, hast dich erschrocken darüber, ja, wie kann man nur so sein? Ja, ganz einfach, wenn jemand keine Empathie und kein Einfühlungsvermögen besitzt und nur egoistisch ist, dann nutzt derjenige dich aus für seine Vorteile, ja. Weil im Grunde genommen kann man dem anderen nicht wehtun, ohne sich selbst zu schaden. Und solange das jemand nicht begreift und solange jemand nicht in der Reife und in der Verantwortung ist, da kann der noch so intelligent sein. Nur was von Herzen kommt, ja, kann auf Herzen wirken. Nur was ehrlich ist, was den anderen nicht ausbeutet, sondern sich selbst gibt, ist auch echt, fühlt sich echt an, wird ankommen, ja, aber nicht jemand, der versucht, irgendwie so nur Teile von dir zu nehmen. Sexualität, ja, aber Verbindlichkeit, nein. Verantwortung, was für eine Verantwortung, nö, sehe ich nicht ein, brauche ich nicht, will ich nicht, ja, und du tickst ganz anders, Finger weg, ja. Wirklich, deine Zeit ist kostbar, mein Schatz. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh mein Gott, sind die süß, die Vögel. Ich muss da jetzt doch mal hin. Habe ich euch eigentlich erzählt, wie neulich einer dieser Vögel, ich weiß nicht, sind das Grünfinken? Ich saß im Wohnzimmer auf meinem Wippsessel und auf einmal kam durch die offene Balkontür, ich versuche es gerade mal ein bisschen näher ranzuholen, ich weiß leider nicht, ob man es sieht, ja, sind gerade weggeflogen, die zwei Süßen, durch die Balkontür auf die Umrandung setzte sich so ein kleiner Vogel
Und ich war gerade im VIP-Sessel und hatte mein Handy in der Hand und habe die Infobox befüllt, also habe damit gearbeitet. Und guck auf meine Balkonumrandung und denk so, sag mal, du kannst doch nicht hier reinfliegen, ich bin ein Mensch, ich bin gefährlich. Menschen sind gefährlich, flieg wieder weg. Und dann guckt er mich an, hopst rein, setzt sich auf meinen Schuh drauf. Ich hatte die Beine dabei überschlagen und setzte sich auf meinen Schuh drauf und ich gucke den an und sage, du bist doch verrückt, du kannst doch nicht einfach hier reinfliegen. Ich bin ein Mensch, mein Schatz. Und in dem Moment fliegt er auf mein Handy, setzt sich auf mein Handy, das ich ja vor meiner Nase gehalten habe, und guckt mich von oben bis unten an und mustert mich. Also noch deutlicher ging es nicht, ja. Das war so eine wunderschöne Begegnung. Ich habe gedacht, das ist wie nicht von dieser Welt, genauso wie mit dem Grashüpfer. Das sind alles Himmelszeichen, ja? Und es sind nicht irgendwelche Otto-Normal-Himmelszeichen, wo man schätzt oder wo man überlegt, ja, könnte das ein Zeichen gewesen sein oder was auch immer. Dieser Vogel saß da und schaute mich an und ist dann schnurstracks wieder rausgeflogen, hat Anlauf genommen, kam nochmal zurückgeflogen und ist eine große Runde um mein Wohnzimmer geflogen. Also wirklich, das war wie, als würde er, und das war vor Einweihungen, ja, muss ich noch dazu sagen, das hatte ich gar nicht erwähnt, das war unmittelbar, bevor ich Einweihung gehalten habe. Also als wenn mein Wohnzimmer, in dem ich Einweihung halte, wie ein gesegneter Raum ist. Also wahnsinnig schön. Und immer wieder irgendwie Erlebnisse zu haben, die mich mit der Natur, mit den Vögeln insbesondere verbindet oder mit fliegenden Tieren, ich sag's mal so, ist eins der schönsten Erfahrungen und Erlebnisse, die man haben kann. Da ist so goldig der Vogel, der da sitzt, ne? Ich könnte wirklich darauf wetten, dass der demnächst wieder hier anfliegt. Ich habe so das Gefühl, es gibt wieder Botschaft. Aber für euch gibt es jetzt noch die Botschaft, dass ich wieder Engelpost verlose. Wer Interesse hat an Engelpost, das kommt noch, ja? Also ich mache das lieber in einem separaten Video. Haltet die Ohren einfach aufmerksam. Schaut gerne wieder vorbei, fühlt euch ganz, ganz lieb gedrückt. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, die Glocke aktiviert und vielen Dank für eure Likes, vielen, vielen Dank für die Unterstützung über Amazon-Gutscheine. Eine Vroni hat mir eine Karte geschickt, inklusive eines Amazon-Gutscheins. Ich kenne gar keine Vroni. Froni, vielen Dank. Ja, ich weiß jetzt nicht, woher du die Adresse hast. Vielleicht habe ich es auch einfach vergessen. Es tut mir dann wirklich leid, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass bei mir dann alles draußen ist. Also wenn ich Beratungsgespräche führe, wenn ich Engelpost verschickt habe, wenn ich Beratungsgespräche oder Videos rausschicke, danach ist bei mir alles wieder weg. Das heißt, die Informationen sind durchgekommen. Ich habe sie weitergereicht, dort, wo sie hingehören. Auch die Engelpost ist für euch, ja, die wird dann weitergereicht. Also es ist immer im Flow. Und es ist dann bei mir wieder draußen und es hat einen Sinn, und zwar den, dass ich sonst funktionieren würde wie ein Bahnhof, total chaotisch und wäre permanent irgendwie auf Strom und wie soll ich sagen, nervös, verwirrt, unruhig. Deswegen ist es immer wichtig, auch für mich, dass ich mich reinige. Ich habe da meine eigene Vorgangsweise, wie ich mich reinige. Es ist aber auch wichtig, dass es von selbst vieles einfach nur durchläuft und dann verschwunden ist. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr eine Legung bucht, eine private Beratung bucht und mich dann ansprecht auf das Video, das heute Morgen hochkam. Kein Plan. Ich gucke mir meine Videos in der Regel gar nicht mehr selber an, weil ich es einfach nur rausgebe, ja, was wichtig ist.
Also ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, für die Amazon-Gutscheincodes, über WhatsApp, über die Post, die ich erhalten habe. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich meine Adresse nicht veröffentliche, weil es gibt auch jede Menge Spinner und darauf habe ich gar keinen Bock. Ja? Auch ich grenze mich ab. Und ja, ist mein gutes Recht und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Oh mein Gott, der Schmetterling. Also alles, was fliegt, ich sag's doch, ja. Es ist wieder heute so ein Tag, wo sich alles Mögliche an Vögeln versammelt. Ich glaube, ich muss mal die Kamera ausmachen, damit sie auch herkommen können. Also Schneewittchen sagt Tschüss. Bis ganz bald, wenn ihr wollt, ja. Fühlt euch ganz lieb gedrückt. Ciao, ciao.